Intelligente Analytiker mit Durchblick. Giganten der Wahrheit. Helden dieser Zeit. Wir dürfen vorstellen. David Icke. Ivo Sasek. James Corbett. Stefan Magnet. Heiko Schöning. Michael Ballweg. Tilman Knechtel. Und Elias Sasek. International verbunden in 63 Ländern. Ein Feuerwerk an Perspektive. Das ist die 20. AZK. Brisante Fragen fundiert beantwortet, mit tiefgreifenden Einblicken in aktuelle Weltprobleme samt Lösungswegen zur Überwindung apokalyptischer Zustände. Das sind wir, ehrenamtlich wirkende Menschen mit Herz und Hingabe. Seit 16 Jahren eine Plattform für freie, unzensierte Medien, mit Simultanübersetzung in 11 Sprachen, Live-Technik in einem weltumspannenden Webcam-Stadion und vielem mehr. Also die Verbundenheit ist trotzdem da, obwohl räumlich nicht zusammen sind. Aber wir sind ja mittlerweile so viel, den Raum gibt es ja gar nicht mehr. Also es war unglaublich beeindruckend. Also es ist schon Wahnsinn. Das sind ja heute auch noch viel mehr Leute wie das letzte Mal. Ne? So eine tolle Energie. Und die Menschen sind genial. Das ist wie eine große Familie. Also ich kriege immer gleich Gänsehaut. So. Ich finde es beeindruckend, was die Leute, vor allem auch die Familie Sasek, da auf die Beine stellt. Muss man schon sagen, also Chapeau. Geht auch schon ein bisschen unter die Haut, also muss ich jetzt echt zugeben. Auch in dem Sinn, dass wir uns jetzt hier auch analog vernetzen konnten, fand ich es einfach toll. Ja, ein richtiger Wow-Effekt war es. Mein Herz hat Ivo Sasek bewegt, weil er spricht nicht nur den Menschen, also die Leiblichkeit an, sondern auch den Geist und die Seele. Und natürlich die Musik. Also die Musik ist auch fantastisch. Liebe Freunde, helft ihr mit, dass wir siegen Schritt für Schritt. Über all die bösen Geister machen wir die Schatten. Wir sind es, ihr Lieben, die diese Verbrechen aufdecken und bezwingen müssen. Wer euer erhoffter Heiland auch immer ist, ob wir nun auf Trump, auf den Medi, auf Jesus oder Außerirdische unsere Hoffnung gesetzt haben, ich sage, sie alle bräuchten unsere vereinte Kraft. Und wir leben ja bereits in den Tagen apokalyptischer Szenarien und deren Überwindung. Und ich sage, durch uns, durch dich und mich, durch uns gemeinsam. Deine Zeit ist hier. Sie erzeugen Probleme. Und dann bieten sie Lösungen für die Probleme an, die sie selbst geschaffen haben. Das passiert ständig. Und viele dieser Probleme sind eigentlich gar keine Probleme. Ich meine, wir reden über die vom Menschen verursachte globale Erwärmung. Das ist Unsinn. Das ist wissenschaftlicher Unsinn. Auf die eine oder andere Weise werden Sie ein Konto bei der Zentralbank selbst haben. Wenn Sie also zum Beispiel eine Beschränkung festlegen, dass Sie in diesem Monat nur eine bestimmte Menge Fleisch kaufen dürfen, können Sie diese Beschränkung durchsetzen, indem Sie daran gehindert werden, mehr als die zugeteilte Menge Fleisch zu kaufen mit Ihrer digitalen Zentralbankwährung. Aufklärung und Wahrheit sind eine Grundlage für einen positiven Veränderungsprozess. Aber natürlich die entscheidende Verbindung zwischen Russland und China und auch diesen internationalen Geldeliten ist, dass sowohl China als auch Russland ja den Kommunismus in allen Ehren halten, der eben auch durch diese globalen Strippenzieher wie Rothschild und Rockefeller verbreitet wurde. Das scheint eben auch das Ziel für die Zukunft zu sein, dass man da eigentlich gemeinsam auf beiden Seiten an einem Strang zieht. Einer der Haupttricks ist es, die Bevölkerung zwischen Lüge 1 und zwischen Lüge 2 zu platzieren. Und so hat man 80%, die einfach mitgehen. Das kann es nicht sein. Im Moment funktionieren diese KIs noch relativ neutral, aber sie können natürlich auf Knopfdruck auch umgestellt werden und erzählen dann eine ganz andere Geschichte. Jede Narbe, die wir tragen, erzählt Geschichten unseres Dranbleibens. Wir mögen uns wie ein zerschlagenes Schiff im tobenden Sturm fühlen, doch in unserem Inneren baut sich eine unaufhaltsame Woge der Entschlossenheit auf, die dem düstersten Sturm standhält. Kann dieses kleine Teilchen irgendwas bewegen?
Tauche ein in einen Tag, der die Welt bewegt, weil wir uns bewegen lassen. Du willst Teil davon sein? Dann vernetze dich mit uns über www.klar.tv/Vernetzung. Mehr unter www.anti-zensur.info oder www.klar.tv/AZK20.